Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir immer noch auf der Suche nach Sigrid sind. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Meister Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Unsere einsame Hütte muss wohl noch warten. Wir brauchen Krach an Kreid auf unserer Seite. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Zieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Jen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay, wir wollten eigentlich noch mit Triss reden, ne? Die hat ja eigentlich auch noch was mit uns zu besprechen. Das haben wir jetzt irgendwie ganz und gar außer Acht gelassen. Ich habe gehört, dass gestern statt der Fische die Nilfgaarder angebissen haben. Was bloß ein Mann in Rot? Nee, wir haben ehrlich. Mächtiger Krieger. Ich bin auch mächtiger Krieger. Mal irgendwo. Da hoch. Rumtreiber. Nee. Wir müssen aber. Wie kann man denn nochmal wechseln? Muss zum Bekenntnis fertig sein. Sonst schickt Krach uns mit Bran auf die Reise. Ich versuch's ja. Oh, ist nicht so viel. Warum nicht zum Treffen? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst, war hier gut und treu. Super gut und treu. Clan Tyrsech. Unser tapferer König. Der Verlust auch Fremdländer dürfen es gern versuchen. Ruhm und Ehre reichen überall hin. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig. Und luxuriös. Ja. Hauptsache, wir räumen. Räumen erstmal hier aus. Sehr schön. Aber ich glaube, wir müssen auch erstmal wieder was verkaufen. Oha. Und das ist wieder dieses. Oha. Ja, gut. Ich stehe da ja nun nicht so drauf, aber. Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries inspiriert sie noch immer. Das verfolgen wir alles. Magische Puppe, Fläschchen. Kommen wir da raus oder. Oh! Moin! Was willst du denn? Ich frage ein bisschen nicht. Wer weiß, was sie alles so treiben. Lamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Steht da ein Einhorn? Da steht ein fucking Einhorn. Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Was? Ein ausgestopftes Einhorn? Oh Gott, das ist auf Wie Ende hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Warum erzählst du das denn zweimal, Gerrit? Leidest du an Hirnschwund? Ausmachen? Warum ist. Na, ich frage mich. Okay, wir müssen uns also umziehen. Supi. Oh Gott. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Ah.
Achso, das ist leichte Rüstung. Ach, das ist auch leichte Rüstung. Das war, glaube ich, unser altes Hemd. Ja. Gut. Wir sehen dementsprechend aus. Wir können eigentlich auch mal die Handschuhe ausziehen. Das sieht schräg aus. Das sieht echt schräg aus. Was zum Henker mit seiner Hand passiert. Gut. Du siehst krank aus. Wink lieber etwas mit. Was soll das heißen? Treffe hier. Sieh dich zum Treffen mit Jennifer um? Ja, das haben wir ja gemacht. Hey da! Komm und sieh dich um! Jetzt müssen wir einmal. Naja, wir haben uns aber ja umgezogen. Oder waren da noch mehr Klamotten? Sehen aus wie meine Pantoffeln. Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine. Was ist Jennifer eigentlich für mich? Oh. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Deine holde Maid? Hey da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Nee, ich gerade nicht. Letzte Nacht war. Ich bin froh, wenn ich die ganze Quest endlich abgeschlossen habe. Warte mal. Blitze, was machst du denn da schon wieder? Blitze. Du stehst im Baum, Blitze. Du bist auch alt, ich weiß. Aber das ist kein Grund, hier einfach so im Gebüsch rumzustehen und nichts zu tun. Wahrscheinlich ist... Oh, das ist das Seed, oder? Was? Und das hört sich aber gerade eben so an, wie das sieht. Wie der Zong. Warum möchte ich das gerne gerade bei Tag sehen? Oh, pass auf, Plätze. Nicht, dass wir runterlausen. Das wollen wir jetzt lieber vermeiden. Da kann man Haare schneiden. Wow. Echt beeindruckend. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Ich bin Geralt, ein Hexer. Birna, Königin von Skellige. Sehr erfreut, doch bitte entschuldige. Die Pflicht ruft. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Ja, wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Bezaubernd. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja, denn die haben es ihm gezeigt. Haben ihm den Bauch aufgeschlitzt. Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot, Schafskäse.
Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Die beste Klinge ist weiß nicht so recht. Muss schon sein. Mann, nein, ich hätte es gerne zu Ende gehört. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Wir benehmen uns. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres an Kreid ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch, denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer dein Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Natürlich jetzt. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Zeigt dem Kleinen, wo sie hingehört. 3, 2, 1 und let it. Go. Beeil dich, alter Mann. Sie nicht leisten. Moinsen. Komm. Geralt! Geralt, würdest du bitte daran hüpfen? Danke. Zeig mir, was du kannst, Monster Schlechter! Da habe ich doch gar keine Chance mehr. Beeil dich, alter Mann! Ja, ja. Der Axtre verrottet schon. Geralt, du musst dich mal ein bisschen ranhalten hier. Okay, sie bleibt immer stehen. Gut.
Komm, 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 zieh, 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 zieh. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Okay. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Ich nicht. Heute nicht. Aus gutem Grund, glaub mir. Wenn nicht heute, wann dann? Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Sie... Damit sie einen Mann finden, der mutig und stark genug ist, um eine Königin soll ihren König auf seiner Insel reinschütteln. So wird laut dran. Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Die Blätter sind uns nicht wohlgesonnen. Ja, zurück den Schmerz. Ja, jetzt ist es besser. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Mm. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Super. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser, eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Oh oh. Beruhige dich, Lugos. Mir sagt kein Weibstück, wie ich zu kämpfen habe. Das war nicht meine Absicht. Gehen wir, Geralt. Diese Diskussion führt zu nichts. Du hältst mich für gemein. Übers finstere, weite Meer werde ich fahren. Knallen hören. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das muss ein Fall. Ja. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Klar, gehen wir. Ich nehme an, Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Ich brauche das alles hier hin. Ich muss mich noch mit Kämpfen vorbereiten. Nein, hör auf, mal alles an- und auszumachen, Geralt. Schütz mich auf. Ich bin jetzt gerade wieder mein E hier. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich komme sofort, Jen. Ich bin gleich da. Ei. Ja, ich weiß, das gefällt dir nicht, aber wenn ich schon mal hier unten bin und alles mitnehmen kann.
gerade ungünstig. Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Wandteppich? Spatzen piepsen und starre zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Mensch. Das war nah dran. Ja, das war's wohl. Aber ihr hättet ja auch notfalls wild rummachen können, sagen können, wir haben uns ein bisschen verabschiedet, weil wir frisch verliebt sind. Oder sowas in der Richtung. Konnte man denn nochmal alles nehmen? Ah, Leertaste. Okay. So ging das. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Sie hat schon also auch spioniert. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Du kannst schon mal vorgehen, ich bin sofort da. Geralt! Mann! Einfach mal auf mit dem Blödsinn. Ein Sims von dem Fernseher. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Ja. Bitte? Haben wir gut geschafft. Zack, boom, wir sind dran. Sehr schön. So. Gehen, danke. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Ja, Naturliebhaber? Ich weiß ja nicht. Naturliebhaber bringt noch nicht alles um, oder? Und stopfen es dann aus. Bin mir nicht sicher. Jen? Jen, was machst du denn da? Ja. Jen, wir sollten uns, denke ich, mal unterhalten. Sieht lebendig aus. Oh oh, das ist garantiert nicht gut, oder? Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Oh, würde er garantiert machen. Ah, hier. Eine Wasserschüssel? Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Ah ja. Noch können wir jetzt... Was müssen wir ja suchen? Ah. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf! Hä? Monster. Kann sie spielen? Nee, ich glaube nicht, dass das so ist, Geralt. Ich glaube eher, dass du vergiftet worden bist. Eines weniger. Hä? Seltsam. Hier riecht es nach Pilz? Nein, für mich riecht es nach süßem Gras, wenn die Sonne trocknet. Oh nein, wir müssen ja schon längst die Folge beendet haben.